Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 122. Wir haben in der letzten Folge grandios verkackt. Trick 12 war nicht erfolgreich. Und ja, uns ist natürlich wieder das Crystal ausgegangen und die Money, alles ist uns ausgegangen. Und da wollen wir rein. Down. In das Maul von diesem Ding. Ja, wie schon in der letzten Folge erwähnt, geht es jetzt ab in die Höhle des Löwen. Genau, und du musst erstmal zu Tiny wechseln. Ach ja, genau. Ganz wichtig. Sonst kommt man da gar nicht hin. Ich habe gerade im Folgenwechsel großspurig behauptet, ich wüsste, wie man da hinkommt. Und jetzt schauen wir mal, ob das stimmt, ob ich das wirklich noch weiß. Ja, und jetzt musst du rüber schwimmen. Und dann nach links, glaube ich. Oder rechts. Keine Ahnung. Zu diesem Porter. Gibt ja diese Tiny Special Porter. Den musst du auf jeden Fall benutzen. Ich weiß nicht mehr genau, wo er ist, ob er hier ist oder... Oder auf dem Weg nach oben oder so. Weißt du das noch? Nee. Aber doch, auf dem Weg nach oben müssen wir dran vorbeikommen. Also hier ungefähr. Ist er hier? Ja, guck mal. Da so. So, und wenn du dich dann bist du nämlich oben, wenn du dich damit hochportest. Und von hier kann man auf irgendeine Seite langlaufen. Und dann kommt man direkt zum Löwenmaul. Nee, das ist kein Löwe, ne? Krokodilmaul. Was war das für ein... Ach, da gab es einfach eine Banane, oder? Ich glaube auch. Mh. So, ja, kannst ja einfach langlaufen, denke ich. Ja. Ja. Alter, und da kommt jetzt rechts das Maul. Und da kannst du raufjumpen. Jo, da waren wir schon mal. Haha, ich wusste tatsächlich den Weg noch. Awesome. Bisschen bedrohlich, ne? Findest du? Ich finde ja, wir laufen einfach in so ein Maul rein. Ja. Nicht so intuitiv. Oh, was ist das hier auf dem Boden? Da gibt's die Donkey Blaupause. Die Donkey Blaupause. Los, da brauchen wir auch gucken. Was ist das hier? Komischer Kristall irgendwie oder so. Aber was ist das für ein Schalter? Ich glaube, das ist einfach Licht. Ist das ein Einserschalter oder was sind das für Schalter? Ich guck mal kurz. Schauen wir uns die mal an. Der Einserschalter. Direkt aktivieren. Direkt aktivieren. Chunky? Okay. Ja, okay, müssen wir halt erstmal unsichtbar werden. Sammeln mal die Kisten ein, die hier rumliegen. Am Ende haben wir wieder irgendeinen Mangel an irgendwas, weil wir die Kisten nicht einsammeln. Okay, also was diese leuchtenden Dinger auf dem Boden sind, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das finden wir raus. Du kannst ja mal mit Chunky unsichtbar werden. Und dann kann man bestimmt durch die Lava laufen. Der Boden ist Lava. Tolles Spiel. Haben wir bestimmt alle mal als Kinder gespielt. Oder Timo? Na klar. Hä? Da ist ein Minispiel. Ein Minispiel, Biber Butzemann. Ein Biber Butzemann. Yeah. Oh, 100 Bananen. Okay. Betreiben wir auch überhaupt nicht hier. Dann, ja, machen wir das Minispiel. Und... Ah, Kremlin Crash, der ist einfach, oder Timo, den schaffst du. Ah, weiß nicht so genau, letztes Mal haben wir glaube ich irgendwas einfach gemacht. Random im Kreis und immer ballern. Genau. Und dann immer rechtzeitig nachladen und dann... Bam. Wie ging das nochmal mit A? Ja. Ja, die roten sollte man dann möglichst erwischen, aber mach einfach im Kreis immer. Einfach immer die Runde, das hat letztes Mal gut funktioniert. Jawohl. Boah. Und reload. Gott, du hast gerade 20 Sekunden lang ungefähr nichts getroffen. So, naja, egal. Wir brauchen ja immer mehrere Versuche, das kennt ihr ja schon. Und dieses Spiel ist ja auch ein bisschen random. Packst du jetzt, packst du. Denk immer dran, dass du rechtzeitig nachlädst. Also wenn dieses Reload kommt, dann ist eigentlich schon nicht so cool. Ja. Mist. Gefühlt kommen hier aber auch weniger Kremlings als sonst. Bleiben die denn länger? Nee, auch nicht wirklich. Nice. Mist.
Okay, sehr gut. Ja, die roten lohnen sich halt immer mega. Die zählen irgendwie 2 oder 3. Ah, wird eng. Wird sehr eng. Na gut, okay, das scheint eine schwierigere Variante als letztes Mal zu sein. Aber wir geben nicht auf. Ihr kennt das ja von der letzten Folge. Naja, die Minispiele sind halt nicht die einfachsten und man könnte B drücken. Die Minispiele sind ja nicht mehr die einfachsten jetzt. Und wir sind natürlich auch nicht die besten Minispielabsolventen hier. Das kennt ihr ja auch schon. Aber wir sind bemüht, stets bemüht, das alles zu packen. Okay, du bist auf jeden Fall schon viel, viel besser in der Zeit als letztes Mal. Im Moment noch. Ich drück auch schneller jetzt. Ja? Ich mach ein bisschen mehr random. Ein bisschen mehr random, das ist gut. Das hat bei mir auch letztes Mal übelst gut funktioniert. Boah, das hätte alles... Das war's, Timo. Wenn man die beiden nicht erwischt, dann hat man es einfach verkackt. Beeilung. Ja, ja, ich weiß schon. Ich sollte mich beeilen, sonst wird das nicht so lange. Sollen wir mal versuchen mit System? Ich versuche einmal Runde mit System. Probier mal eine Runde mit System. System wäre jetzt so, ich versuche zu reagieren auf das, was da passiert. Aber dann kriegst du halt keine roten, ne? Ja, das stimmt. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich versucht habe, darauf zu reagieren, ich habe ungefähr niemanden getroffen. Ich weiß nicht, ob das hier nicht... Kündigt sich das irgendwie an? Wo einer rauskommt, nicht so richtig. Das ist halt auch schwierig zu reagieren, weil das halt 8 Fässer sind, ne? Und man muss dann irgendwie auch noch in die richtige Richtung sofort drücken und dann ist man ein Fass daneben, ist natürlich wieder der Punkt weg. Boah, Mist. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht, Timo? Ja, du zeigst mir das mal. Alex darf auch einmal random durch die Gegend ballern. Also macht auf jeden Fall Spaß, das ist super witzig. Mal wieder großspurig hier einfach mal Behauptungen in den Raum stellen, dass man es kann und dann gnadenlos verkacken. Ja. Alex, wir drücken ihm die Daumen. Ja, du liegst im Moment super in der Zeit, jetzt nicht mehr. Immer noch nicht. Mist, den wollte ich, den roten. Oh, nachladen, Mist. Das ist eine große Melonenschlacht hier. Ha, ich habe einen roten erwischt. Also irgendwie nach einer Weile, man denkt so am Anfang, oh, ich bin ja voll gut, und dann kommt so eine Pause, wo einfach keine Viecher kommen, die man trifft, oder? Ja, kann gut sein. Voll fies. Machen wir ruhig weiter. Ich versuche nochmal. Eieieiei, wie soll man das denn schaffen? Wenn ich das schon nicht im First Try schaffe, wie soll man das denn dann schaffen? Ja. Ja, wenn du das nicht auf First Try schaffst, dann bist du ja der Minispielkönig. Habe ich gerade den Minispielkönigs Hut auf? Weiß nicht, laut Folge 10 oder so. Oh nein! Ja, ich lade danach, alles klar. Ha! Roten erwischt, oder? Ich versuche gerade die ganze Zeit immer auf leere Fässer zu schießen. In der Hoffnung, dass da dann ein Roter rauskommt. Es kommen auch einfach keine, ne? Ja, weil ich sie auch immer treffe. Ich komme mehr, wenn du nicht schießt. Haben sie nicht so Angst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Es ist irgendwie gefühlt bis jetzt immer so gewesen, dass in der Mitte so eine kleine Pause war, wo nichts mehr kam. Um es spannend zu machen, weil man ja bis dahin sowieso schon fast alles getroffen hat. Ah, du zielst. Sieht man das? Ja, sieht man. Manche bleiben ja tatsächlich länger da. Oh, ich guck mal, ob irgendein Roter mal länger da ist. Ich glaube nicht. Nur 2 Sekunden oder so.
Bis jetzt waren die Roten alle gleich lange da, glaube ich. Hier wird auf jeden Fall der Controller gemasht. Riecht gut. Mano, warum ist das so schwer? Wie die Minispielbeschreibung auch ist, treffe so viele wie möglich. Ich treffe doch schon so viele wie möglich. Soll man denn noch mehr treffen? Aber es ist auch nicht irgendwie so, dass irgendwie, weiß ich nicht, eine Sekunde bevor ein Roter erscheint oder so, das Fass einmal aufblinkt, dass man das wenigstens ahnen würde oder sowas. Jetzt kommt wieder die Pause. Oh, doch nicht. Ich probiere gleich nochmal mit Zielen. Guck, ob das was bringt. Hurry! Nö, ich lade nicht nach. Fies, fies, fies. Welcome to Bonus Stage. Hast du nicht gesagt, du versuchst mal mit Zielen? Nice. Oh, nice. Zwei rote getroffen. Drei verpasst. Also wenn ein Roter kommt und neben ihm ein Fass frei ist, dann schießt man auf das Fass, was neben ihm frei ist. Irgendwie kommen die ja ab und zu so, der erste kommt und dann kommt der zweite, kurz danach direkt daneben. Oh, erwischt, nice. Oh, sieben nur noch. Komm schon, du bist übelst gut in der Zeit gerade. Jetzt triff nochmal zwei Rote oder so. Vier. Oh Mist, ey, nur noch vier. Aber mit Zielen bringt tatsächlich ein bisschen was. Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt. Nee, ich glaube, das war schon ganz gut so. Immer normal. Du hast halt ein paar Rote auch getroffen, aber die hattest du bestimmt nicht durch Zielen getroffen, oder? Nee. Aber man muss halt immer, wenn man gerade Zeit hat, muss man random rumballern. Und wenn man Viecher erscheinen, dann muss man halt zielen. Oder? Ist das die Taktik? Genau, ich habe versucht, auf die Grünen zu zielen und ansonsten einfach sowieso permanent durchzuballern. Also ich... Nice, man kann halt rechts, links, oben, unten kann man relativ gut treffen hier. Ja. Mit dem Controller. Anvisieren. Nice, und schon wieder einen Roten getroffen. Ich freue mich immer über die Roten. Die Grünen sind halt einfacher zu treffen, aber auch nicht unbedingt... Oh, wieder einen Roten. Der Schlüssel ist einfach, die Roten zu treffen. Tja. Ja, jetzt war es wieder nicht mehr so schön. Ja, das war wohl nur Glück. Vielleicht. Weiß man nicht. Wir geben nicht auf. Alles so schwierig hier, oh Mann, oh. Vielleicht erscheinen die auch immer in der gleichen Reihenfolge. Nee. Hast schon geguckt? Ja. Also zumindest erscheinen sie nicht an dem gleichen Ort in der gleichen Reihenfolge. Kann sein, dass sich das Fass immer dreht, aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, dieser Trick mit dem Schieß mal daneben ist auch nicht so gut. Bei dem Roten. Seit ich das gesagt habe, habe ich das Gefühl, die erscheinen gar nicht mehr in Paaren. Ja, jetzt hast du halt in den letzten 10 Sekunden einen getroffen. Das ist halt fies dann. So, letzter Versuch, bevor die Folge zu Ende ist. Ich will dir ja keinen Druck machen, Timo. Wie uns das Spiel verarscht, ne? Wir denken uns, oh geil, das Minispiel ist ja einfach, das schaffen wir easy. Und dann, bam. Kommt direkt die Klatsche. Na gut, okay.
Hurry! Reload! Hurry! Na gut, okay. Die erscheinen dann auch einfach nicht, ne? Am Anfang sind es echt viele und dann... Ja, dann sag ich mal, in der nächsten Folge schaffen wir es bestimmt in den Level rein. Auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Weil wir ja das Minispiel schaffen. Wir haben noch nie irgendwas gesagt von wegen, wir gehen in der nächsten Folge in das Level rein und haben es dann nicht geschafft. Ja. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.